Sind im Besitz der Drachenflamme und wollen nun ganz Magix an sich reißen. Alle drei Schulen halten zusammen, um gegen die Tricks zu kämpfen. Die Wings und Sky unterstützen Bloom darin, ihre verlorenen Kräfte wiederzufinden. Dies gelingt mit der Hilfe von Blooms Schwester Daphne. In einer großen Schlacht können Bloom und die Wings die Tricks besiegen. Zur Strafe werden die Tricks ins Lichtfelskloster geschickt. Schön, dass alles wieder seinen normalen Gang geht? Du meinst ohne Armeen der Finsternis und Monster? Und ohne die Tricks? Ja, jetzt gibt es nur noch uns beide. Und unsere Freunde natürlich. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich die Tricks ewig einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Hey! Schön, dass wir alle zusammen sind. Ich muss die Elfen unbedingt finden. Wir müssen es uns gegenseitig versprechen. Lass uns schwören. Wir dürfen dem Phönix nie, niemals den Weg zu unserem Dorf zeigen. Niemals, niemals, niemals. Psst, seid ruhig. Da kommt jemand. Oh. Leila, Ozark, kommst du uns retten? Natürlich. Ich lasse euch doch nicht im Stich. In der Wand, da ist ein Schloss. Bereit? Ja! Gut, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Und zwar schnell. Lauf nur so schnell du kannst, du dummes Mädchen. Ich behalte euch im Auge. Du und deine Freundinnen könnt mir nicht entkommen. Ich bin der Schattenphönix. Erhebt euch, Kreaturen des Schattens! Folgt dem Ruf eures Meisters! Nicht entkommen. Gib mir die Elfen. Niemals. Ich werde sie dir nicht überlassen. Falsche Antwort. Nein. Du willst dich wehren? Wie dämlich du bist. Eine Fee gibt sich nicht kampflos geschlagen. Na dann. Mach's gut, Fee! Bis bald, Sky! Tschüssi!
Da hinten im Wald ist irgendwas. Wiedersehen, Brandon. Was ist los? Wo willst du hin? Können wir dir helfen? Oh. Komm schon. Wach auf. Na komm. Hä? Was ist denn das? Ist das nicht eine Elfe? Wer ist dieses Mädchen? Und was ist mit ihr passiert? Wo bin ich hier? Oh nein. Die Elfen! Du bist in Sicherheit. In Alfea. Hier, das wird dir gut tun. Oh. Erzählst du uns, was passiert ist? Vielleicht isst du auch ein bisschen, dann kommst du wieder zu Kräften. Danke. Ich bin Layla. Ich war gerade auf dem Weg durch den Dunkelwald zu meinen Freunden, den Elfen. Lockett und Glim haben mich dort gefunden. Sie erzählten, dass die anderen von schrecklichen Schattenkreaturen entführt worden waren. Wir haben die Spuren dieser Monster verfolgt. Sie führten immer tiefer in den Wald. Und irgendwann erreichten wir das Schloss des Phönix. Des Phönix? Wer oder was ist der Phönix? Manchmal erscheint er als Krieger in blutroter Rüstung. Und manchmal als gigantischer Raubvogel. Er hält die Elfen gefangen. Ich wollte sie befreien, aber ich hätte sie nicht zurücklassen dürfen. Komm her. Wir werden die Elfen retten. Verlass dich auf uns. Danke. Danke. Verschwindet! Die gehen mir total auf die Nerven. Ach, ich glaube, ich kann es hier nicht noch viel länger aushalten. Was ist das denn? Keine Ahnung. Aber es gefällt mir. Ja, da liegt was Böses in der Luft. Kommt mit mir, Trix. Ich brauche eure Macht des Bösen. Ich freue mich sehr, das zu hören. Und nun, liebe Trix, habe ich noch ein Geschenk für euch. Unbesiegbare Kräfte! Ja! Meister! Nun steht ihr in den dunklen Diensten des Schattens. Ja, Meister. Schon bald ist uns die ganze magische Dimension untergeben. Aber zuerst muss ich in den Besitz des Kodex kommen und ihr werdet mich dabei unterstützen. Ja, Meister. Die Elfen halten den Kodex in ihrem Dorf gut versteckt und sie würden mir nie verraten, wo er ist. Aber ich weiß, wie ich das Elfendorf und den Kodex finden kann. Diese Feen werden mir dabei helfen. Meine lieben Mädchen, nach allem, was uns Layla erzählt hat, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen die Elfen auf der Stelle befreien. Etwa aus der Festung des Schattenphönix? Ja. Wir wissen zwar, wo sich unser Feind befindet, aber wir wissen nicht genau, wer er ist.
Wir müssen uns unauffällig verhalten. Nur Bloom und Stella werden mit Layla gehen. Timmy wird euch dorthin bringen. Wir fliegen zu dem Tal, von dem du erzählt hast. In ein paar Minuten sind wir dort. Da ist es. Und dahinter sind die Höhlen. Setz uns am besten da drüben ab. Vielleicht komme ich noch ein wenig näher ran. Nein, der Schattenphönix darf uns nicht sehen. Genau wie ich es geplant habe. Die Tricks sollten unsere heimlichen Besucher willkommen heißen. Danke! Tschüss! Folgt mir! Das ist der Weg rein. Kommt mit! Es ist nicht mehr weit. Wenn wir uns beeilen, können wir die Elfen befreien, bevor der Phönix überhaupt weiß, dass wir hier sind. Na, das wäre doch toll! Kommt, beeilt euch! Hier kommt kaum Sonnenlicht durch. Ich merke richtig, wie mich das schwächt. Oh. Ich gehe als Erste. Oh. Du bist es, Layla! Ich wusste, du würdest zurückkommen. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Stella, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's fantastisch. Ich bin sofort bei dir. Dann gehe ich jetzt Layla hinterher. Stella, wer ist das? Die Tricks! Stella, los! Die magischen Wings! Charming! Phönix hatte recht. Oh, Schwestern, wir sind besser als je zuvor. Hey, es ist noch nicht vorbei. Doch, und zwar jetzt. Gut gemacht, Schwestern. Sierra Capturans, Striga Seferum! Meine Freundinnen Bloom und Stella. Oh, ich bin Amore, die Elfe der Liebe. Oh, bist du niedlich. Hi, ich bin Luquette, die Elfe der Orientierung. Und ich bin Bloom. Sie verbinden sich. Ja, es ist Liebe auf den ersten Blick. Und nun ist ihre Freundschaft unzertrennlich. Mein Plan nimmt Form an. Der Kodex wird mir gehören. Und die Drachenflamme. Hey, da sind sie! Endlich! Sie sind zurück! Hallo! Hilf! Hallo! 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 Hallo!
Hallöchen, Tekna. Ich bin Digit. Hallo. Du bist so toll. Hallo, Flora. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich kennenzulernen. Ich bin erleichtert, dass ihr zusammen mit den Elfen wieder hier seid. Aber wir dürfen uns noch nicht in Sicherheit wiegen. Wenn der Schattenphönix Ausschau nach dem Elfendorf hält, dürfen sie nicht dorthin zurückkehren. Und deshalb, Leila, habe ich mit deinen Eltern gesprochen. Sie sind einverstanden, dass du hier in Alfea bleiben kannst. Wir danken Ihnen, Miss Paragonda. Hier seid ihr auf jeden Fall in Sicherheit. Noch jemand wird uns helfen, euch zu beschützen. Professor Avalon. Der geflügelte Paladin. Er hat uns vor den Tricks gerettet. Mom Blum ist aufgewacht. Ist sie nicht hübsch? Oh, komm her, mein Schatz. Ach, meine leiblichen Eltern. Och Mann, ist das ein deprimierendes Wetter. Blöder Regen. Na? Guten Morgen. Guten Morgen, Professor Avalon. Ich hoffe, die Blumen verschönern euch den Start in den Tag. Danke, Professor. Violett ist meine Lieblingsfarbe. Ja, meine auch. Blumen, irgendwas bewegt dich. Was hast du heute Nacht geträumt? Oh, ich habe von meinen Eltern geträumt. Ich konnte ihre Stimmen hören. Ich wünschte, ich wüsste noch viel mehr über sie. Ich kann da was für dich tun. Komm nach dem Unterricht in mein Büro. Ach, ist das Leben nicht wunderschön? Der schönste Tag aller Zeiten. Blum, befreie deinen Geist von allen Einflüssen und höre nur auf meine Stimme. Ja, Professor, ich höre sie. Gut, jetzt fliegst du, Blum. Du siehst deine leiblichen Eltern und deine Kräfte. Blum! Der Drache! Und jetzt? Oh. Nein, geht nicht weg! Was ist passiert? Was hast du gesehen, Blum? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Kein Problem. Irgendwann kannst du es ganz sicher. Da wären wir, Mädchen, die neue rote Fontäne. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben, Professor Avalon. Heute wird bestimmt ein schöner Tag. Viel Spaß wünsche ich euch. Wir sehen uns nach der Zeremonie. Er ist so toll. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Wiedereröffnung unserer Schule. Und was habt ihr denn so geplant? Blum, jetzt lass dich doch überraschen. Weißt du, wo Professor Avalon ist? Nicht, dass er irgendwas verpasst? Wer ist denn Professor Avalon? Oh, Sky, er ist richtig toll. Ich gehe nachsehen, wo er steckt. Wir sehen uns später. Hey Helia, das sind die Winx. Stella, Tekna. Hallo, ich mache gerade ein paar Skizzen. Die Flügel dieser Vögel sehen ja aus wie Blütenblätter. Noch nie hat jemand meine Vögel mit Blumen verglichen. Und das ist Flora. Flora. Willkommen zur Eröffnungsfeier der neuen roten Fontäne, Surgat Castellum! Dieser Tag ist wirklich wunderschön. Findest du nicht auch, Blum? Oh ja, natürlich. Und ich bin so froh, dass Sie hier sind, Professor. Als hätte er sie hypnotisiert. Aha.
vorbei. Es war so schön gestern. Du meinst mit Professor Avalon? Ja, er ist fantastisch. Sein Unterricht ist Wahnsinn. Wir lernen so viel bei ihm. Und er hilft mir dabei, mehr über meine Vergangenheit zu erfahren. Über meine leiblichen Eltern. Ist ja super. Was soll das denn jetzt heißen? Das soll heißen, dass mich deine Professorschwärmerei wirklich nervt. Schwärmerei? Kannst du mir mal sagen, was los ist? Ich sag nur, was ich denke. Was? Sky, weißt du was? Ich glaube, wir sollten besser auflegen. Das Wichtigste an einer technischen Verzauberung ist die korrekte Aussprache. Oh, Helia. Das dürft ihr nicht vergessen. In der Feensprache haben wir dafür folgendes Symbol. Du bist mein Held. Flora? Flora? Flora! Aha. Er sagt also nur, was er denkt. Schwärmerei. Bloom, was hast du denn? Ach, gar nichts. Ich habe einen anderen Eindruck. Ach, Professor, es ist wegen Sky. Er verhält sich so schrecklich. Vielleicht geht es dir ja besser ohne ihn. Sie geht schon wieder nicht ran. Sie will wohl nicht mit dir telefonieren. Ich bin leider nicht da. Hinterlasst mir eine Nachricht nach dem Piep. Nur du nicht, Sky. Manchmal können ein Anrufbeantworter echt frustrieren. Blumen, was ist nur in dich gefahren? Das ist für die Elfen. Conorunam expeditum varum. Gollum! Nach Plan. Ins Elfendorf. Ich muss wieder zurück ins Elfendorf. Wir müssen zurück ins Elfendorf. Zurück ins Elfendorf. Ihr Schwächlinge. Icy, komm her. Meister, stets zu euren Diensten. Die Elfen sind unterwegs ins Elfendorf. Verfolgt sie und bringt mir den Kodex. Aber natürlich, sofort. Schon bald gehört der Kodex mir. Wir müssen zurück ins Elfendorf. Lauf, ihr Schattenwesen. Und lasst sie nicht aus den Augen. Das Elfendorf, wie hübsch. Ich werde es zerstören. Hallo, ich bin Icy. Und ich will den Kodex. Wo ist er? Gebt mir den Kodex, oder ich verwandle euch in Elfenstaub. Halt! Was willst du von uns? Oh, hast du mir nicht zugehört? Den Kodex, und zwar sofort! Nein! Wenn ich nicht sofort den Kodex bekomme, werde ich das ganze Elfendorf und all seine Bewohner vernichten. Bitte nicht! Nein, hör auf!
Der Kodex! Darüber wird sich der Phönix freuen. Endlich bist du zurück. Ja, mit einem kleinen Geschenk. Sehr gut. Der Kodex. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil meines Plans. Blum und die Drachenflamme. Blum, ich glaube, wir können noch etwas tun, um deine leiblichen Eltern zu finden. Willst du es noch einmal versuchen? Natürlich, Professor Avalon. Für diese Übung brauche ich als Voraussetzung dein absolutes Vertrauen. Bist du dazu bereit? Ja, Professor. Gut. Komm mit mir. Professor? Wo bin ich hier? An einem Ort, an dem du mir nicht entkommen kannst. Ihr seid also nicht mehr im Besitz des Kodex? Nein! Die Hexe Icy hat ihn uns gestohlen! Und sie gibt ihn weiter an den Phönix. Mit dem Kodex kann sich der Schattenphönix einen Zugang zur Dimensionspassage verschaffen. Wie schrecklich! Und wenn er sich diese Kräfte zu eigen macht... Miss Faragonda, Blum ist verschwunden! Blum! Wir haben schon überall gesucht. Ich habe eine atmosphärische Störung in Professor Avalons Klassenraum entdeckt. Hier, ich kann daraus ein Bild extrahieren. Professor Avalon! Er hat Blum entführt! Er war die ganze Zeit unser Feind. Jetzt hat er die Drachenflamme. Damit kann er die magische Dimension in seine Gewalt bringen. Beeilung, Mädchen! Wir müssen Blum retten und den Phönix aufhalten. Blum wird irgendwo in den Höhlen des Schattenphönix gefangen gehalten. Ich zähle auf euch. Die Wings und die Spezialisten können sie retten. Wir finden sie, Miss Faragonda. Ihr geht aber nicht allein. Diese Elfen werden euch zu eurer Sicherheit begleiten. Denn auch sie können die Tore zur Dimensionspassage öffnen. Beeilt euch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Leute, hier geht's in die Höhlen. Das ist auf jeden Fall der direkte Weg zum Schattenphönix. Ja, trotzdem ist er nicht ganz ungefährlich. Wir müssen mit heftigem Widerstand rechnen. Der Phönix hat eine riesige Schattenarmee. Weshalb sind wir denn sonst hier? Und jetzt, liebe Blum, solltest du mich als denjenigen sehen, der ich tatsächlich bin. Nicht der nette Professor Avalon. Sondern der Schattenphönix. Oh, wie gemein. Warum bin ich jetzt hier? Du wirst mir helfen, Herrscher über Magics zu werden, kleine Fee der Drachenflamme. Das kannst du dir abschminken, du Schattenvogel. Entschuldigt. Wir unterbrechen nur ungern euer kleines Rendezvous, Meister. Die Tricks. Was wollt ihr von mir? Wir dachten, ihr würdet gern wissen, dass wir angegriffen werden. Ein hübsches kleines Spezialistenraumschiff ist zu uns unterwegs. Die Wings sind auch dabei. Hört auf, mich zu langweilen. Kümmert ihr euch darum. Was? Wir sollen das allein übernehmen? Übertragt meiner Armee eure Kräfte und sie wird den Kampf ausfechten. Wir sind auf Position. Okay, alle bereit machen zum Kampf. Startbereit! Nein! Ah. Ah. Ah.
geradezu an mir! Ich kann nicht mehr steuern! Sky, wir sind genau über dir! Schön, euch zu sehen! In Undock-Position! Alles klar! Mein linkes Ruder ist kaputt! Ich kann den Anflug nicht steuern! Er kriegt's nicht hin, so ein Mist! Dann hole ich ihn rein! Okay, Wings, jetzt seid ihr an der Reihe. Wir kümmern uns so lange um die Monster. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Gut, los geht's! Die magischen Wings! Charmix! Techna! Fede-Technologie! Unbesiegbare Kräfte durch den Kodex und die Drachenflamme. Und du, kleine Fee, wirst zu einem Schattenwesen. Komm, lass uns mit dem Ritual beginnen. Wir sind fast soweit, dunkle Blumen. Ihr wollt schon aufbrechen? Hey, habt ihr da nicht noch was vergessen? Uns zum Beispiel? Nein, hab ich nicht. Ich weiß, dass ihr euren Anteil an der Macht einfordern wollt, die ich bald besitze. Aber mein Plan ist ein anderer. Jetzt wieder ab mit euch ins Kloster. Ich schicke euch dorthin zurück. Nun können wir endlich beginnen. Ich kann Blumen spüren. Komm schon, hier entlang. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht allein sind. Was hat das zu bedeuten? Monster! Wurzeln und Äste, los, fesselt das Monster! Okay, Schallwelle! Ah!
Vater! Sind wir froh, Sie zu sehen. Habt ihr etwa gedacht, wir würden euch nicht helfen? Also wirklich? Ach so, der. Nur keine Angst, um den kümmern wir uns. Miss Griffin, ist Ihnen was passiert? Nein. Beeilt euch, Mädchen. Ihr müsst Blumen finden. Bevor der Phönix seinen Plan in die Tat umsetzt. Los, schnell! Na, warte! Phalanx Wilde! Komm her, ich zeig's dir! Kraft der uralten Titanen! Schnelligkeit der Gepanzerten! Das war doch eine nette Trainingseinheit. Und jetzt wartet der Schattenphönix. Na komm her, du kleines Monsterchen. Wir sollten das zu Ende bringen. Das war's. Und los. Und jetzt, meine Blumen, öffnen wir gemeinsam die Dimensionspassage. Der Schlüssel dazu ist der Kodex. Ah, die Dimensionspassage. Wollen wir? Alles ist vorbereitet. Die Zeit für das Ritual ist gekommen. Stimme den Gesang der Macht an. Ja. Steige herab, Beatus Fortes Subvertio. Gut so. Weiter so. Beatus Fortes Subvertio. In den Thronsaal. Das muss er sein. Aber wo ist Blum? Sie haben die Dimensionspassage bereits geöffnet. Wir öffnen sie noch einmal. Arteri, Ianua und Panseamus. Na los. Beatus Fortes Subvertio. Ja, die Passage beginnt sich zu öffnen. Beatus Fortes Subvertio. Ja, aber wir schließen sie auch ganz schnell wieder. Was? Plasma Warp. Solarperlen. Nimm das! Blum! Lass sie in Ruhe! Mach weiter mit den Beschwörungen, ich kümmere mich um sie. Das wird euch noch leid tun, ihr Feen! Wir müssen alle zusammenhalten! Wirklich heldenhaft! Sofort auf! Lass Blum sofort frei, Schattenphönix! Du hast das Wort bitte vergessen, Jungchen! Ich kann mich nicht bewegen! Die Passage ist geöffnet und ihr seid verloren! Beatus Fortes Subvertio! Beatus Fortes Subvertio! Blum, nein! Oh nein, Blum! Sky! Blum, du musst mir jetzt zuhören! Ich bin es, Sky. Dein Sky.
Meinst du, das interessiert sie noch? Bitte hör mir zu! Du sollst zuhören und kämpfen! Kämpfe um dein wahres Ich und tu es für uns! Du bist stark! Stärker als der Schattenphönix! Stärker als das Böse! Du hast mein Leben gerettet! Jetzt hör mir zu und rette auch deins! Du bist mir wichtiger als jeder andere Mensch auf der ganzen Welt! Bitte, Blum! Bitte komm zurück! Blum! Sky! Das war's! Was soll das? Was geht hier vor? Nein! Das kann nicht sein! Das ist unmöglich! Nein! Nein! Blum! Nein! Spezialisten, formiert euch! Dafür werdet ihr büßen! Ich werde euch alle vernichten! Beschützt die Wings! Sind Sie bereit, Faragonda? Selbstverständlich, Griffin. Los geht's! Macht schon, greift an! Na los, Blum! Ihr seid alle verloren! Okay, Wings, wir halten zusammen. Charmix, komm ergänzt! Das ist doch nicht möglich! Nein! 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 Ja, wir haben den Phönix besiegt. Es steckt alles rein. Schnell zum Raumschiff. Na los. Erinnerst du dich, als wir uns trafen, warst du der Grund, dass ich mein Leben Da bist du ja! Na los, kommt alle her! Wir wollen ein Foto machen! Kommt schon, alle sollen mit drauf! Du hast es gehört! Ja, gut so! Etwas näher zusammen! Komm, schnell! Okay, ich habe den Timer auf 10 Sekunden gestellt!